Und da sind wir auch schon wieder. Wir singen schöne Lieder. Man wird ein bisschen verrückt, wenn man hier ganz alleine auf der Insel rumschwirrt. Ich muss erstmal was trinken. Ich habe nämlich mega Durst. Oh, ich habe Hunger. Einmal kurz Wasser auffüllen. So, das Feuerzeug war doch auch hier vorne. Dann brauchen wir jetzt erstmal ein Werkzeug. Ein Stück Holz. Ein Stein aus der Steinecke. Und wahrscheinlich ein Band. So würde ich mir das bauen. Und vielleicht. Ja. Wusste ich's doch. So, haben wir noch Krebse am Start? Nein, wir müssen ein paar Krebse killen. Es tut mir leid. Oh. Nein, ich töte keine Kinder mehr. Das tut mir weh. Der ist ein bisschen größer, der ist ein bisschen größer. Und du auch. Ich habe nämlich wahnsinnig Hunger. Ich muss was essen. Ich töte ja nicht zum Spaß. Nö, war ein Versuch wert. Schade, ich dachte vielleicht, man könnte tatsächlich zwei. Ja. Das wird ja so noch ewig dauern, denke ich.
So, das Leben geht wieder hoch. So wünscht man sich das. Sehr schön. Ich finde es auch super, dass die Sachen... Super, dass die Sachen hier nicht im Stein irgendwie verschwinden. Einfach reinrutschen, das wäre nämlich ein Ding. Das wäre dann echt zum Kotzen. Eine fast fertige Krabbe. Na toll. Oh, Push, nerv doch nicht. Ich habe keine Lust auf Nacht, ich gehe erstmal schlafen. Eine Runde schlafen. Nachdem wir die letzten Nächte nämlich ausharren mussten, habe ich da echt keinen Bock drauf. Ups, und er schmeißt wieder seinen Hammer weg. So, noch drei Hölzer haben wir. Wir brauchen schon wieder Nachschub. Das ist doch unfassbar. Hier wächst nix. Gar nix. Ist echt ein Problem. Unendlich groß können wir nicht werden. Wir haben jetzt unsere Sachen hier drinne.
Geht das? Kann man die vielleicht splitten? Nee. Rock Sharp. Ah. Okay. Also, man kann das durchaus als Messer benutzen. Aber Moment mal. Also, man braucht hier tatsächlich gar keinen. Ha, ist ja lustig. Also man braucht hier wirklich kein, haben wir noch genug Wasser? Ich kann noch ein... Cool. Aber das möchte ich irgendwie nicht machen, weil wir brauchen auch noch... Wir brauchen auch noch genug, Holz, um... im Notfall hier zu... kochen. Ja, also das ist wirklich ein Problem. Mit dem Holz, ne? Wir können da jetzt nochmal rüber, oder wir können auf jeden Fall auch nochmal eine andere Insel uns angucken. Ich habe da drüben auch schon einiges vernichtet. Na super. Wir kennen das Problem ja schon. Rollt es da durch? Bleibt es da hängen? Es rollt da durch. Das ist mir zu gefährlich, wenn das Ding hier abhaut. Die Flasche ist nämlich wirklich wichtig. Gut, da bleibt sie hängen. Okay. So, wir wollten jetzt einmal testen, wie sich das tatsächlich verhält. Mit den Haien. Wir wollen uns das jetzt mal anschauen. Oh, hier haben wir doch noch Hölzer. Ha! Wie geil. Aber da vorne ist gerade ein Hai. Wir testen das jetzt erstmal. Oder können wir ihn damit... Damit können wir natürlich auch Schaden machen. Aber dann brauchen wir den Hammer gerade nicht. Wo ist er hin, der Kleine? Da ist er. Scheint ein kleiner zu sein. Oh, da ist dieses Riesending.
Also, er macht hier aktuell gar nichts. Kann er mir denn folgen? Nee, er verliert mich sofort. Und schwimmt weg. Ins tiefere Gewässer. Wo ist er? Also, wenn die sich tatsächlich so verhalten. Also, er ist jetzt wirklich schon irgendwie sehr defensiv. Also, die anderen, die haben ja. Ich weiß nicht, die anderen haben ja wenigstens irgendwie mal mit den Flossen dagegen gehauen. Oh, jetzt sind schon zwei. Oh, der ist um einiges größer. Das scheint mir hier Daddy zu sein und das ist das kleine Kind. Falls er das Ding hier umkippen kann, da kommt der dritte. Okay, also sie können es zumindest hauen. Mit ihrer Schwanzlosse irgendwie mal gegenschlagen, aber das scheint jetzt noch nicht besonders gefährlich zu sein. Also ich fall hier zumindest nicht raus, oder? Also ich glaube, ich bin hier drin sicher. Oder? Wurde gerade Angriff? Oh, das sah gerade aus. Der kam ja so gerade auf mich zugeschwommen, das sah aus, als wenn er hier volle Kanne reinbeißt. Vielleicht brauchen sie die Bewegung. Ich werde mal so ein bisschen rumrum. Okay, das ist ja. Wovor hatte ich eigentlich immer Angst? Wow, wahnsinnig gefährlich, mein Freund. Wie du da so gegenhaust, oh mein Gott, nein. Na komm hoch.
Diese Wasserspiegelungen sind schon echt verdammt geil gemacht. Und mittlerweile komme ich immer weiter ab vom Kurs. Und dahin ist schon dieses Whatever groß. Wow. Okay, das hätte mich vielleicht tatsächlich vom Boot runterkicken können, wenn ich noch mehr an der Kante gestanden hätte. Nein! Toll, Mr. Tiger-Assi. Na, super. Ah, das ärgert mich. Also aktuell habe ich... Oh, shit. Ich habe noch eine Palme. Ich bekomme Hunger. Gegen Hunger gibt es Kokosnüsse. Die kann ich so, da brauche ich kein Feuer für. Kokosnüsse habe ich noch wie viele? Das könnte vorübergehend reichen. Aber so ein Stein, das ärgert mich halt, ne? Die sind halt wirklich kostbar. Scheiße. Ich muss aufhören, meine Sachen immer wegzuschmeißen, Mann. Ich weiß immer noch nicht, wo das erste Messer ist. Aus der ersten oder zweiten Folge. Und schon wieder regnet es. Scheiße, ich will da hinten hinschwimmen. Und ich will es mit so einem fucking Hai aufnehmen. Kann ich den Regen irgendwie wegschlafen? Ist das schon so eine Art Nacht? Nee. Gut, ich habe nicht das Gefühl, dass es leiser geworden ist. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja, you can only sleep at night. Danke. Ich weiß, ich kann nur nachts schlafen, das habe ich mitbekommen und das Spiel wurde jetzt nachträglich noch gespeichert. Leicht verspätet, immer noch laut. Sind hier mittlerweile neue Kokosnüsse gewachsen? Ne, und ich glaube, das ist auch noch das einzige Holz, was wir hier auf der Insel haben, ne? Aktuell gibt es hier nichts mehr anderes, habe ich so das Gefühl. Oh, und mit dem Regen. Ja, toll. So kann ich natürlich auch nicht tauchen gehen. Das macht mir immer einen Strich durch die Rechnung, das Wetter. Entweder es wird Nacht oder es regnet.
Also hinten auf der anderen Insel ist noch ein Schiff. Also zumindest guckt da so ein Mast raus, wie hier. Da hatte ich letztens gute Tools bei uns hier auf der Insel gefunden. Auf Homeland. Und Homeland heißt bestimmt, ist das nicht irgendwie auch eine Serie? Na komm, wollen wir doch keine Werbung machen, dann ist es Home Island. So, und da werden bestimmt hin noch geile Tools sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Inseln, die ich zu entdecken habe. Und da wir die letzte Folge etwas lecker gemacht haben und Regen mich gerade abfuck nervt, würde ich sagen, machen wir einen Cut und in der nächsten Folge gucken wir uns dann die anderen Inseln an. Und versuchen nochmal, vielleicht kann man einen Floß bauen. Weil ich glaube nicht, dass ich den Motor, den kann ich ja nicht hier anschließen. Das glaube ich nicht. Also werde ich 100 Pro noch einen Fluss oder so bauen können. Da fliegt ein Flugzeug. Hallo, hier. Scheiße, ich brauche Feuer. Ob ich hier irgendwann so ein großes Feuer machen kann, dass ich abgeholt werde? Vielleicht, dass ich irgendwie dieser Situation entkomme? 9 Tage überlebt. Scheiße. Ich hätte mich irgendwie... Ich habe mich doch niemals gesehen. Scheiße, verdammt. Ja, also wir müssen uns noch was einfallen lassen. Wir müssen die anderen Inseln direkt erkunden. Und ich möchte auch die Schiffe unter Wasser mal so ein bisschen entdecken. Mal so ein bisschen stöbern, was es da so gibt. Und ich will unbedingt meinen ersten Hai töten. Und das werden wir alles in den nächsten Folgen machen. Also bis dahin, macht's gut, Leute. Heute mal eine kurze Runde. Macht's gut.